Hallo, das ist mal eine von den Methoden, das ist eigentlich die Arbeitsmethode, die ich seit, was weiß ich, vielleicht die letzten 5-6 Jahre benutze. Und die nenne ich HIV, H-I-I-W. Das ist angelehnt an HIT, H-I-I-T. Was HIT ist, das heißt in Englisch High Intensity Interval Training. Und das ist, es gibt mal als Beispiel, wenn man jetzt joggt, man kann entweder für 45 Minuten kontinuierlich joggen oder man joggt für eine Minute ganz intensiv, ganz schnell, so schnell wie man kann, und dann macht man eine kurze Pause, sagen wir mal 2 Minuten oder 10 Minuten, was immer. Und dann joggt man wieder für eine intensive Minute, ganz schnell, und dann macht man wieder Pause und so weiter. Genau diese Methode benutze ich bei der Arbeit. Bei mir heißt es HIIW, das heißt High Intensity Interval Work. Und was ich damit meine, ist, dass wenn ich jetzt nehme an, ich muss jetzt eine gewisse Funktion heute entwickeln oder programmieren, dann sage ich, okay, ich gebe der Funktion, sagen wir mal, 1 Stunde oder 2 Stunden maximal. Und in der Zeit, in diesem Segment, in den 1 oder 2 Stunden, mache ich ausschließlich nur diese Arbeit, dieses Programm. Ich guck nicht nach E-Mails, Telefon schalte ich aus, gehe nicht in Facebook oder YouTube oder sowas. Ich mache nur diese Sache. Und dann ist die 1,5 Stunden oder 2 Stunden rum, okay. Ich lege auf jeden Fall eine Pause und dann kann ich immer noch entscheiden, da kommt das nächste Segment, ja, mache ich dann diese Sache oder mache ich was anderes, das liegt an mir, okay, das ist dann so, man kann deswegen, wenn man vorausplant, die Nacht vorher oder früh am Morgen, kann man schon seine Segmente planen und diese Segmente sind, legt man fest, sagen wir mal 1 Stunde, 1,5 oder maximal 2 Stunden und in diese Segmente wird voll auf die Arbeit konzentriert. Ja? Ich denke, Segmente länger als 2 Stunden sind unrealistisch, ja, weil man verliert dann seinen Fokus, seine Konzentration und man ist nicht mehr produktiv. Deswegen, ein Segment, das zu kurz ist, ist oft für komplexe Arbeiten auch nicht realistisch. Deswegen denke ich mal so zwischen 45 Minuten bis 1,5 Stunden ist so optimal. Und wenn die Arbeit sehr komplex ist, man kann es ja dann in diverse Segmente teilen. Und es ist auch einfacher, Sachen anzupacken. Ja, auch eine unbeliebte Aufgabe. Man sagt, okay, weißt du was, ich mache das für 1 Stunde und dann höre ich auf. Ja, und dann, wenn man schon die Stunde gemacht hat, dann ist es einfacher, macht man natürlich eine Pause, dann ist es einfacher, dann nochmal ein Segment und nochmal ein Segment zu machen, weil man hat dann schon angefangen. Ja. Und ich finde, diese Methode hat ganz gut funktioniert für mich die letzten 5 Jahre. Natürlich, es gibt gewisse Tage, wo man keinen Bock und keine Lust hat, etwas zu machen. Okay, dann benutze ich die nicht. Dann dümpelt man durch den Tag, so, man macht die Aufgabe, aber solche Tage gibt es ja nicht oft. Aber solche Tage müssen auch sein, wo man eigentlich, ja, nichts macht, aber doch was macht. Okay, aber für richtig Produktivität finde ich diese HIV-Methode, diese HIIW-Methode, finde ich gar nicht so schlecht, weil man legt seine Segmente fest und jedes Segment ist dann voller Fokus, 100% Konzentration auf die gewisse Aufgabe, die man machen will. Und danach ist dann Pause. Und man merkt dann, man kann nicht mehr sagen, oh, ich habe jetzt 10 Stunden oder 15 Stunden geschafft oder so weiter, weil mit dieser HIIF-Methode ist so, dass man 6 oder 7 Segmente maximal und man ist kaputt, weil es ist sehr intensiv und sehr die Konzentration, die macht einen sehr müde. Deswegen, wenn man jedes Segment 1 Stunde hat, hat man 6 Arbeitsstunden, ist man völlig K.O. Das kann ich euch sagen. Probiert es aus, gibt mir ein Feedback, sagt mal Bescheid, was ihr davon denkt, ob es für euch funktioniert oder nicht. Ich freue mich auf jeden Feedback.